Hallo und herzlich willkommen bei Alanya Homex. Ich bin's wieder, eure Yeshim. Und heute sind wir für euch unterwegs im Stadtteil Obber. Und zwar haben wir hier wirklich eine Tiptop 2 plus 1, die wir euch gerne zeigen möchten. Und jetzt schlage ich vor, kommt erst mal rein und dann erzähle ich euch mal ein bisschen was dazu. Und zwar hat man hier richtig Schotter in die Hand genommen. Das will ich mal dazu sagen, um hier die komplette Wohnung zu renovieren zum einen und natürlich mit richtig schicken Möbeln auszustatten. Und man sieht, wir fangen erstmal im Eingangsbereich an. Wir haben jetzt das Licht ausgelassen, denn es flackert nämlich extrem und wir wollen euch natürlich nicht die Sicht an dem Rest nehmen. Und wir starten erst einmal an der Wand. Freunde, ihr werdet sehen, man hat hier wirklich schicke Tapeten hingemacht. Man hat die Türrahmen neu gemacht. Man hat hier viel mit diesen Holzlamellen gebastelt. Man hat schöne Dekorationen hingemacht. Ich bin nicht der große Fan von diesem Gold, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, man hat hier in dieser Wohnung tatsächlich genau das Maß getroffen und es sieht wirklich super tipptopp aus und sehr, sehr edel. Ihr seht auch hier von der Kommode, man hat hier ein bisschen was so gestaltet, dass man da unten noch ein bisschen Platz hat, um sich hinzusetzen für seine Schuhe und so weiter und so fort. Aber das ist ja noch nicht alles. Das ist ja nur der Eingangsbereich und ich schlage heute erstmal vor, wir fangen von hinten an. Und zwar bei dem großen Schlafzimmer. Und jetzt kommt mal bitte einmal drum rum. So, und da wären wir schon. Und ihr seht, wir haben hier an den Fensterchen, kannst du da mal kurz rüberschwenken, man hat hier tatsächlich die Wand so schön verkleidet, dass man hier nochmal sowas wie einen Bogen an den Fenstern rumgebaut hat. Und das finde ich eigentlich eine wirklich tolle Sache. Man hat hier nochmal einen Balkon raus. Ich traue mich gar nicht, an diesen edlen Stoffen rumzuziehen, aus Angst, dass ich irgendwas kaputt machen könnte. Ein schönes Bettchen haben wir drin. Wir haben tolle Deckenbeleuchtung. Die Lampe ist der absolute Wahnsinn. Also jedem, dem es gefällt. Mir gefällt es auf jeden Fall. Denen es nicht gefällt, das ist auch in Ordnung. Da kann man nichts dran ändern. Aber wir können alles austauschen, wenn es drauf ankommt. Wir haben hier einen schönen Kleiderschrank mit einer tollen Beleuchtung innen drin. Also vom Schlafzimmer her, von der Größe her, vom Stil her, tipptopp. Und wir haben natürlich noch ein Badezimmer hier in diesem Räumchen. Und hier seht ihr, wir haben unsere Duschkabine, die Fliesen sind auch alle in diesen Brauntönen abgestimmt. Wir haben hier unseren Waschtisch und unser WC und mehr braucht man hier erst einmal nicht. Und dann geht es gleich mal weiter. So, und zwar, richtig, hier rein. Und zwar ist das das nächste Schlafzimmer und auch hier seht ihr, sieht es wirklich toll aus. Man hat wieder die schönen Möbel, auch hier hat man wieder eine Tapete angebracht, was wirklich toll miteinander harmoniert. Von den Gardinen, vom Bett und alles drumherum passt wirklich, ist stimmig aufeinander. Wir haben auf der Seite auch nochmal einen Zugang auf den Balkon. Ich möchte euch das jetzt wirklich nur mal so ganz kurz zeigen. Wir haben praktisch hier auf der Seite nochmal ein bisschen Grün nach hinten, einen schönen Granatapfelbaum und die Sicht auf die Berge, ihr Lieben. Und das natürlich mit einem großen Balkon. Ich mache das jetzt hier auch alles wieder anständig zu, so wie es sich gehört. Und dann gehen wir mal weiter. Und zwar so gesehen in das Gäste-WC. Und auch hier seht ihr, es ist wieder stimmig mit den Fliesen. Was haben wir? Wir haben eine Duschkabine, WC, Waschtisch. Hier hat man noch einmal ein schönes Schränkchen mit reingebaut, um natürlich hier, da würde ich dich bitten, mal einmal rumzukommen, alles unterzubringen, was man braucht. Also Waschmaschine und nochmal so ein Wäschekämmerchen. Und dann hat man das zu und dann sieht das wirklich sehr nobel und edel aus. Und jetzt kommt es natürlich, ja, jetzt geht es ins Wohnzimmer. Sagen wir mal so, wir haben hier wirklich eine sehr schöne Küche mit Essplatz und nochmal unser Wohnzimmer hier separat und ihr seht, man hat hier wirklich an nichts gespart. Also es sieht tipptopp aus. Man hat mit kleinen LEDs gespielt, einmal da hinten. Also wenn man sich das so vorstellt, wenn man hier abends sitzt, sich einen schönen Film anschauen möchte, auch einmal um dieses Ding hier rum. Fernseher ist vorhanden und zwar kein kleiner. Das sieht auch sehr schön aus. Und wir haben natürlich viel Licht, viel Platz. Das ist natürlich auch ein Plus. Man hat hier dann nochmal sehr schön mit Marmor gearbeitet und da unten praktisch nochmal einen elektrischen Kamin reingebaut, um ein bisschen den Flair
herzubringen. Und das hat tatsächlich funktioniert. Auch von der Küche her seht ihr Farben 1A, absolut zeitlos. Platz ist auch auf jeden Fall da. Wir haben alle Gerätschaften hier. Wir haben da alles auf eine bestimmte Höhe. Marke Siemens seht ihr, also auch tipptopp. Was auch sehr schön ist, Spüle Franke. Und was wir hier auch noch haben, da hat sogar jemand tatsächlich mitgedacht, da haben wir nochmal Steckdosen oben für jeden, der natürlich jetzt kommt und sagt, ja, hier ist schon toll, eine Steckdose haben wir da. Nein, es ist auch ein bisschen weiter gedacht worden und auch an die LEDs unten drunter ist auch gedacht worden. Also sieht wirklich sehr edel aus. Aber auch das ist ja noch nicht alles, denn wir haben hier noch einen Balkon und der ist auch sehr groß und auch sehr schön mit dem Blick auf die Poollandschaft. Ui. So, auch wieder unsere Schiebetüren. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hier raus. So, und jetzt seht ihr natürlich, wir haben sehr viel Platz draußen. Das geht hier einmal so ums Eck. Da liegt natürlich ein bisschen was rum, aber das ist nicht schlimm. Wir haben einen großen Balkon und ihr seht, wir haben hier einmal den Blick auf den ganzen Garten mit sehr schönen Springbrunnen, die hier einmal so entlang gehen, also wirklich toll gemacht. Und natürlich einen schönen großen Pool, den haben wir auch. Es ist grün, wir sind mitten in Ober. Freunde, das macht natürlich auch sehr viel aus. Wir haben hier Icamet, das ist auch so gesehen in der Tasche. Und insgesamt 110 Quadratmeter. So, und ja, ich finde die Wohnung wirklich toll. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen und das könnt ihr dann auf den Fotos sehen. Bitte. Jetzt haben wir uns gemeinsam mal diese wirklich schöne Wohnung angeschaut. Und wie ich euch schon gesagt habe im Eingangsbereich, man hat hier richtig viel Asche in die Hand genommen, um das so schön zu gestalten, wie es jetzt ist. Meine Lieben, wir sind im Stadtteil Ober und zwar mittendrin im Kern. Wir haben alles um uns drum, was wir benötigen, von Einkaufszentrum, Restaurants, Schulen, Krankenhaus, das Meer, das Einkaufszentrum und noch vieles, vieles mehr. Also es ist egal, ob man hier zum Urlaub herkommt oder ob man hier tatsächlich leben möchte, ihr seid dann mittendrin. Man benötigt hier tatsächlich nicht einmal ein Auto. Man hat hier alle öffentlichen Verkehrsmittel um einen herum oder am besten dann tatsächlich das Fahrrad. Zur Wohnung zurück, traumhafte 2+1, sehr schön neu gestaltet, sehr schön dekoriert. Die Anlage ist sauber. Tipptopp, ruhig, mit anständigen Anwohnern, also wirklich, da kann man nichts verkehrt machen. Ja, es gibt noch vieles, vieles mehr hier, das könnt ihr alles unten nochmal in der Beschreibung durchlesen, also von Outdoor-Pool, Indoor-Pool, Sauna etc. pp. Ja, 110 Quadratmeter, zweiter Stock, zwei Balkone, zwei Badezimmer, zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, jetzt habe ich wirklich schon viel zu viel geredet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Likes, Kommentare, Abos. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte jetzt. Und wir bleiben weiterhin in Kontakt. Es funktioniert einwandfrei über WhatsApp oder E-Mail. Wer Fragen hat, kann sich jederzeit an mich wenden. Ich stehe sehr gerne zur Verfügung. Und wenn es nicht die Immobilie ist, dann eine andere. Also falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Ideen oder was ihr euch so vorstellt, scheut euch bitte nicht und meldet euch einfach. Und wir versuchen mit euch gemeinsam das Beste zu finden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Bleibt mir gesund, bleibt mir treu und bis zum nächsten Mal, eure Jesche. Bis dann, tschüss.